So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Pandemic Iberia, würde man jetzt denken. Die Anleitung sagt, das Spiel heißt Iberia, ein Brettspiel mit dem Pandemic-System. Es basiert auf dem bekannten Pandemie-Brettspiel, wo wir halt gemeinsam als Team von Wissenschaftlern, Forschern die Welt vor Krankheiten beschützen müssen. Das müssen wir hier in der Version jetzt auch, nur dass wir jetzt eben Mitte des 19. Jahrhunderts sind und dementsprechend können wir kein Heilmittel für diese Krankheiten finden. Wir können die Krankheiten nur an sich erforschen. Soweit wir jede Krankheit einmal erforscht haben und wissen, was da die Leute gerade umbringt, haben wir das Spiel gewonnen und das Spiel wirft uns ständig Steine vor die Füße, Probleme, mit denen wir umgehen müssen, und für viele ist diese Version von Pandemie eine der besten oder sogar die beste Version überhaupt nach den Legacy-Spielen. Ich habe das jetzt ein paar Mal gespielt, mir das näher angeguckt und ich kann dem zustimmen, zusammen mit den Pandemie-Versionen ist das so die Pandemie-Version, die mir bisher von allen am besten gefällt. Es würde mich wundern, wenn nicht noch weitere Versionen davon rauskommen. Die Version hier gab es jetzt schon längere Zeit nicht mehr, die war nicht mehr verfügbar, jetzt gibt es einen Reprint, das heißt, jetzt hat man wieder die Chance, sich das Ganze zuzulegen. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, was diese Version hier anders macht, warum ich die so gut finde. Vielleicht erst noch einen ganz kurzen Überblick für die Leute, die gar nicht wissen, was Pandemie macht, aber wirklich nur einen ganz knappen. Guckt euch da einfach eine Rezension zum normalen Pandemie an oder auch ein Live-Let's Play von der Version hier, der erkläre ich auch genau und ausführlich, was wir machen. Und dann gehen wir mal so auf die Neuerungen und auf die sehr interessanten Module ein. So, zunächst erstmal der wirklich kurze Überblick. Wir haben hier diese Karte der Iberischen Halbinsel. Wir haben am Anfang schon Karten gezogen und dann halt entsprechende Seuchenwürfel in die jeweiligen Städte gelegt. Ne, wenn da drei Würfel drin sind, ist das immer doof, weil wenn irgendwann mal ein vierter Würfel dazukommen würde, ne, wenn man den jetzt hier irgendwie reinlegen müsste, dann würde der nicht dazu kommen, sondern es würde einfach in jede umliegende Stadt auch nochmal ein Würfel gelegt werden, und sollte halt es passiert sein, weil wir nicht aufgepasst haben, dass in so einer Stadt irgendwie schon drei Würfel sind und hier würde es jetzt zum Ausbruch kommen, wir würden hier noch einen zulegen, würde es zu einem weiteren Kettenausbruch kommen, weil man wieder in die angrenzenden Städte diese solchen Würfel legen würde, und für jeden Ausbruch geht halt dieser Marker hier hoch, und wenn man da nicht aufpasst, kann es eben zu Kettenreaktionen kommen, die dafür sorgen, dass hier ganz schnell ganz viele Würfel verteilt werden, dieser Marker hier runter geht oder wir sogar keine Würfel mehr hier haben, die wir auf den Spielplan legen können, dann haben wir in beiden Fällen das Spiel verloren, sowohl wenn wir keine Marker mehr hinlegen können, als auch wenn dieser Ausbruchszähler hier ganz unten angekommen ist. Und das müssen wir als Spieler halt verhindern. Wir haben in einer Runde immer vier Aktionen. Eine Aktion könnte zum Beispiel sein, ne, von einer Stadt in die nächste reisen, dann irgendwie nochmal reisen und hier einen Würfel rausnehmen. Das wäre jetzt schon ein ganzer Zug. Und jetzt würden wir halt verhindern, dass hier gleich ein Ausbruch kommt. Denn immer nachdem man seine Aktion gemacht hat, zieht man zunächst hier vom Stapel Karten. Da ist auch immer das Handkartenlimit 7. Das heißt, wenn ich 7 Karten habe und ziehe noch eine, muss ich eine Karte wegwerfen. Und das wollen wir nicht, weil diese Karten brauchen wir, um die Krankheiten zu heilen. Das gucken wir uns gleich an. Und danach würden wir halt hier Karten vom Stapel ziehen und würden dann jetzt auch diese Städte infizieren. Das heißt, hier würde jetzt nach Huesca einer kommen und der Infektionsmarker ist gerade auf 2. Das heißt, wir würden hier noch eine Karte auflegen und aufdecken und dann würde eine Marker nach Evora kommen, und so kommen halt nach und nach mehr Marker ins Spiel. Das ist ja nicht so schlimm, wenn neue Karten aufgedeckt werden, aber irgendwann wird hier auch mal eine Epidemiekarte aufgedeckt und dann, ne, muss man hier diesen Anzeiger erhöhen. Das heißt, es werden immer noch nur 2 Karten am Ende der Runde gezogen, aber wenn das hier ist, dann 3 und hier und später irgendwann 4, dann würden wir hier die unterste Karte nehmen, würden jetzt halt diese Stadt infizieren. Das heißt, es würden 3 Würfel nach Vitora Gasteiz kommen. Das wäre hier. Und dann kommt halt das wirklich Böse bei Pandemie. Dann nimmt man alle Karten, die schon mal gezogen wurden, mischt die wirklich super gut durch und legt die dann wieder oben drauf. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt, wenn wir nach einem Zug von einem Spieler Karten ziehen, wir halt Karten ziehen, die schon mal dran waren. Das heißt, jetzt würde hier noch ein Marker nach Cuenca kommen, und wenn wir die hier aufdecken würden, würde noch ein Marker nach Vitoria Gasteiz kommen. Ich entschuldige mich bei allen Spaniern, Portugiesen, wenn ich den Namen komplett falsch ausspreche. Das heißt, ne, jetzt müssen wir hier Entwürfe reinlegen, da sind schon 3 drin, also kommt jetzt einfach in jede der angrenzenden Städte ein Marker, und halt dieser Infektionsmarker hier würde einen runtergehen. Das heißt, wir haben viel im Spiel damit zu tun, überhaupt zu verhindern, dass das passiert, halt, dass wir in diese Städte reisen, da die Marker rausnehmen, aber das bringt uns halt dem Spielende nicht wirklich näher, weil wir wollen halt Karten sammeln, 5-mal die gleiche Karte auf der Hand haben und dann in ein Krankenhaus gehen, und dann kann ich halt diese Karten abwerfen und habe halt das Gegenmittel gegen diese Krankheit erforscht. Das Problem ist eben nur, man muss erstmal so ein Krankenhaus überhaupt bauen. Das heißt, ich muss dann in irgendeiner Stadt sein, hier zum Beispiel Barcelona. Na, wenn
wenn ich in Barcelona bin, kann ich diese Barcelona-Karte abwerfen, um dort das gelbe Krankenhaus hinzubauen. Und da kann ich jetzt später, wenn ich 5 gelbe Karten gesammelt habe, dann eben die Krankheit erforschen und diese Marke hinlegen. Das muss ich 4-mal gemacht haben. Problem ist natürlich auch, dann ist schon mal eine Karte weg. Was ganz wichtig ist, das sollte man sich immer vor Augen halten, pro Farbe gibt es 12 Karten. Das heißt, wenn ich Karten abwerfe, weil ich am Handkartenlimit bin, weil ich irgendwie damit Krankenhäuser bauen möchte, weil ich damit reisen möchte, weil ich irgendwas anderes damit machen möchte, muss ich immer im Hinterkopf haben, wenn ich weniger als 5 Karten in einer Farbe habe, kann ich das Spiel nicht mehr gewinnen. Da muss man tatsächlich so ein bisschen mitzählen. Das ist natürlich immer ein bisschen zufällig, ob ich die Karten ziehe, die ich brauche. Deswegen kann ich mich eben auch mit Spielern irgendwo treffen in Städten. Wenn wir dann die entsprechende Stadtkarte auf Hand haben, können wir die tauschen und so müssen wir Menschen, dass man die passenden Karten auch für Hand hat. Das sind so die Sachen, die immer so ein bisschen Widerspruch stehen. Zum einen halt diese Kartenmenschen, Karten austauschen, gleiche Karten bekommen und halt die Krankheiten erforschen. Aber gleichzeitig wirft uns das Spiel die ganze Zeit Probleme vor die Füße, mit denen wir umgehen müssen. Und da kommt jetzt auch schon so ein bisschen der Unterschied zum normalen Pandemie, was dieses Spiel hier auch noch interessanter macht. Denn beim normalen Pandemie haben wir halt genau diese Ziele, Karten sammeln und hier tauchen immer neue Bedrohungen auf, denen wir uns irgendwie stellen müssen. Wir reagieren eigentlich immer nur auf dieses Spiel und hier können wir auch ein bisschen in die Zukunft investieren, planen und hoffen, dass sich unsere Investition auszahlt, hoffen das, in der Regel wird es das tun, manchmal aber auch nicht. Und zwar gibt es hier eben dann diese Schienenmarker. Ne? Wir können reisen, ganz normal nur von Stadt zu Stadt mit einer Aktion oder per Schiff, wenn wir in so einer Hafenstadt sind und ich habe irgendwie eine blaue Karte auf Hand, kann ich die abwerfen und dann irgendeine andere Hafenstadt in der blauen Farbe reisen. Das ist natürlich sehr kartenintensiv und da kommt man jetzt auch nicht überall hin und Bewegung ist halt schwierig, wenn man nicht fliegen kann. Deswegen kann ich mit einer Aktion eben auch hier so eine Eisenbahnstrecke bauen. Ne? Mit einer Aktion könnte ich die hier bauen, mit der anderen Aktion hier hin und im nächsten Zug könnte dieser Spieler jetzt diese ganze Eisenbahnverbindung benutzen, um mit einer Aktion direkt hierhin zu fahren. Dann könnte er sagen, ne, mit der zweiten Aktion fährt er hierhin, mit der dritten Aktion hier und mit der vierten Aktion legt er hier eine Eisenbahn hin. Das heißt, ich könnte jetzt eben auch mit einer Aktion hier dieses komplette Schienennetz langfahren. Das heißt, ich könnte jetzt auch mit einer Aktion dieses gesamte Schienennetz hier benutzen und mit dem Zug fahren. Und das spart natürlich super viel Aktion hinten raus. Am Anfang muss ich natürlich Aktionen investieren, um dieses Schienennetz aufzubauen. Und ich weiß ja noch gar nicht, welche Karten hinten raus zu kommen. Es kann sein, dass am Anfang hier ganz viel Action ist und wir schon mal planen, wir bauen hier irgendwie so Verbindungen, um schnell zu diesen Städten zu kommen. Und man weiß ja eben auch, ne, die Karten, die hier oben liegen, kommen immer wieder. Aber es kann ja sein, wenn es länger dauert, bis so eine Pandemie kommt, dass auf einmal hier unten ganz viel Action ist und wir hier auf einmal viel machen müssen und wir dann hier so ein Schienennetz haben. Das schadet aber in der Regel nicht. Weil gerade wenn man dieses Schienennetz an dem Anfangsaufbau orientiert, das sind Karten, die werden auf jeden Fall immer wieder kommen. Das ist nie eine Verschwendung. Und später kann man das Ganze dann noch ein bisschen erweitern. Man kann auch ein anderes Schienennetz irgendwo ausbauen. Das heißt, jemand könnte jetzt mit dem Schiff zum Beispiel irgendwie hierhin fahren und könnte dann hier direkt zum Beispiel noch Schienennetze bauen. Und dann ne, müssen wir jetzt einfach nur hier hinreisen und wäre dann auch hier relativ mobil. Da gibt es natürlich auch einen Charakter, den Eisenbahner, der mit einer Aktion gleich 2 Schienen bauen kann. Und er kann dann eben auch in der Stadt, wo er ist, anfangen und könnte dann auch gleich direkt weiterbauen, muss also nicht weiterreisen. Die Charaktere sind hier auch sehr interessant. Und diese Schienennetze hier aufbauen, ist eine Mechanik, die ich persönlich nicht sehr, sehr mag. Zusätzlich gibt es eben noch die Mechanik, dass man Wasser aufbereiten kann. Dafür muss ich einfach die Karte in der Farbe einer Stadt, die in der Nähe ist, also wenn ich zum Beispiel irgendwie hier wäre, ne, dann könnte ich sagen, okay, ne, hier ist eine rote Stadt. Oder ne, auch wenn ich irgendwie hier wäre, könnte ich sagen, hier in dieser Region ist eine rote Stadt. Eine Region ist immer das, was quasi ne, von diesen Schienen hier umzingelt wird. Das heißt, ne, das hier wäre eine Region oder an diese Region würden diese Städte hier angrenzen oder an diese Region hier würden diese Städte hier komplett angrenzen. Und dann könnte ich halt sagen, okay, ich möchte jetzt gerne hier einfach eine rote Karte ausgeben. Und dann darf ich hier 2 von diesen Wasseraufbereitungsmarkern hinlegen. Und das sorgt eben dafür, dass wenn da ein Würfel reinkommen würde, weil hier eine Karte aufgedeckt wird oder auch eine Epidemie kommt, dass man dann halt keine Würfel da reinlegt, sondern stattdessen so einen Marker hier rausnimmt. Das heißt, es kann eben auch wirklich sein, dass wir irgendwo harte Action haben und es zum Beispiel so aussehen würde auf dem Spielplan, wie dass wir hier eine Stadt haben, wo Action ist, hier eine Stadt, wo Action ist und hier haben wir eine Stadt, wo Action ist. Dann könnte ich einfach sagen, ich fahre zum Beispiel hier hin mit der ersten Aktion und mit der zweiten Aktion gebe ich jetzt diese Karte aus, um dann hier einfach 2 von diesen Markern reinlegen zu können. Und jetzt sind mit dieser einen Aktion diese ganzen Städte erstmal geschützt. Das heißt, wenn die Karten gezogen werden, dann kann da nichts passieren erstmal. Irgendwann hinten raus müssen wir uns wieder darum kümmern, und wir müssen auch aufpassen, dass wir die Karten managen, weil wenn wir die ganze Zeit dafür die Karten rausgeben, haben wir zu wenig, um diese Krankheit zu erforschen. Das heißt, das muss man auf jeden Fall auch ganz gut ausbalancieren. Was aber jetzt hier der Vorteil ist, wenn wir eine Krankheit erforscht haben, ne, zum Beispiel wir haben die gelbe Krankheit erforscht und ich stehe irgendwie hier unten und hier ist gerade ganz viel Action und ich habe
habe so eine gelbe Karte auf der Hand. Dann kann ich ab da eben auch einfach eine gelbe Karte, die ich jetzt eh nicht mehr so brauche, weil ich habe die Krankheit erforscht und dafür will ich ja die Karten in der Regel sammeln, deswegen kann ich die auch loswerden. Dann kann ich die gelbe Karte ausgeben, um halt hier auch wieder zwei von diesen Wasseraufbereitungsmarkern hinzulegen und damit diese Region zu schützen. Und wer mal Pandemie Legacy oder eine Erweiterung vom normalen Grundspiel gespielt hat, der wird sich hier auch sehr an die Quarantänemarke erinnert fühlen. Funktionieren auch genauso, ist oder sehr ähnlich. Es gibt auch als Charakter die Krankenschwester, die hat hier immer so einen Präventionsmarker, immer wenn sie sich irgendwie bewegt, dann kann sie den Präventionsmarker in eine angrenzende Region legen und dann wird einfach verhindert, dass da komplett Seuchenwürfel hinkommen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute, interessante Mechanik. Allgemein, alle Charaktere, die es hier drin gibt, haben interessante, gute Spezialfähigkeiten, die man natürlich in der Partie auch auf jeden Fall nutzen sollte und wo eigentlich keiner von schlecht ist. Also die Anleitung sagt, man zieht einfach zufällig einen Charakter. Das kann man problemlos machen, weil man kann mit jedem Charakter was anfangen. Jeder hat irgendwelche Stärken, wo man sagt, wow, gut, dass wir den dabei haben. Keine Ahnung, wie wir es sonst hätten schaffen sollen. Und diese beiden Mechaniken sorgen eben auch dafür, dass wir nicht immer nur reagieren müssen auf das, was passiert. Wir können eben auch proaktiv handeln. Das heißt, wir können schon mal ein Schienennetz aufbauen. Am Anfang natürlich bevorzugt da, wo schon ganz viel Action ist, aber eben auch später, ne, können wir da irgendwie was hinbauen und dann davon profitieren. Plus eben auch diese Wasseraufbereitungsmarke, wenn wir die irgendwo hinlegen, ist diese Region halt auch geschützt. Das heißt, wenn ich irgendwie weiß, ne, hier oben ist jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so viel Action, ne, weil hier sieht irgendwie alles ganz gut aus. Hier sind irgendwie überall viele Städte mit so Zweiermarken. Kann, da kann ich jetzt was machen, weggehen, später wiederkommen. Ich kann aber auch einfach sagen, okay, ich fahre da hin, ich lege da so Quarantänemarke hin und dann brauche ich mich erstmal lange nicht um diese Region zu kümmern. Und das sind zwei Mechaniken, die das Spiel für mich auf jeden Fall deutlich interessanter und deutlich besser machen. Es gibt dann noch zwei Module. Das erste Modul ist Zustrom von Kranken. Da wird das so, fühlt sich ein bisschen zombie-mäßig an, als Szenario dann. Da sind nämlich hier diese Krankenhäuser am Anfang hier irgendwo, ne, legt man neben den Spielplan und dann kommen aber unter jedes Krankenhaus zwei Wassermarken. Das heißt, ich habe am Anfang viel weniger von diesen Wassermarkern zur Verfügung. Und wenn ich dann irgendwo ein Krankenhaus in eine Stadt baue, dann kommen da auch alle Marker raus. Das ist natürlich super gut, habe ich hier auch gleich wieder mehr Luft. Das Problem ist eben nur, ab jetzt wollen alle Kranken gerne in dieses Krankenhaus. Das heißt, immer wenn ein Spieler seinen Zug beendet, dann kommt hier auch so eine neue Karte auf den Spielplan, die die bisherigen Aktionen überdeckt, dann würde man erst die Kranken bewegen. Ne? Und wenn irgendwie hier auch noch ein Krankenhaus wäre und hier auch noch ein Krankenhaus wäre, dann würden sich jetzt pro Farbe jeweils der nächstgelegene Kranke einmal in Richtung dieses Krankenhauses bewegen. Ne? Zum Beispiel hierhin und der wird dann vielleicht hierhin gehen und der wird sich dann hierhin bewegen. Das passiert einfach immer automatisch. Deswegen würden wir auch nicht gleich alle Krankenhäuser bauen, sondern auch lieber so nach und nach. Und wenn auch hier irgendwann der vierte Kranke in eine Stadt kommt, dann kommt es zu einem Ausbruch, das heißt, wir schieben auch hier diesen Marker vor und die Kranken werden dann gleichmäßig auf alle angrenzenden Städte verteilt, wodurch es jetzt hier auch wieder zu einem Ausbruch kommen würde, ne, wo wir dann eben auch hier wieder die Marker überall verteilen würden und auch das muss man natürlich managen, weil jetzt hätten wir dann zum Beispiel hier wieder eine Gefahr und hier auch gleich, dass es hier halt auch wieder zu einer Kettenreaktion kommt. Das ist auch schon ein interessantes Szenario, das thematisch auch wieder gut funktioniert. Da ist ein Krankenhaus und man weiß, die Krankheit kann behandelt werden, dann wollen halt alle irgendwie dahin, die fahren auch mit dem Zug, die nehmen immer den kürzesten Weg, zwar immer nur einen Marker pro Runde. Aber das sorgt auf jeden Fall für zusätzlichen Stress, erhöht den Schwierigkeitsgrad des Spiels auf jeden Fall nochmal. Und dann gibt es noch als zweites Modul die ja wirklich richtigen Krankheiten. Dann ist Schwarz halt nicht nur eine schwarze Krankheit, sondern Malaria, rotes Typhus, gelbes Gelbfieber und blaues Cholera. Und dann können diese Krankheiten noch immer was. Zum Beispiel Malaria, wenn eine Stadt noch keinen schwarzen Seuchenwürfel hat. Ne, und ich muss jetzt aus irgendwelchen Gründen hierhin hinplatzieren, dann werden immer sofort zwei dorthin platziert. Das heißt, es ist natürlich viel schwieriger, weil mir eher diese Würfel ausgehen können, dass eher noch zu Ausbrüchen kommt, da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Oder hier irgendwie rot. Wenn es mehr als einen roten Seuchenwürfel irgendwo gibt, dann muss man zwei Aktionen ausgeben. Das heißt, irgendwie hier hinreisen und den Würfel wegmachen kostet mich nur eine Aktion. Hier hinreisen und einen Würfel wegmachen würde mich gleich zwei von meinen vier Aktionen kosten. Ist also super hart. Oder hier die Cholera. Da ist es halt so, wenn es zu einem Ausbruch kommt, dann würde man ganz normal einen blauen Würfel in jede angrenzende Stadt tun. Und dann wird noch ein blauer Würfel in jede Stadt platziert, die zwei, also, ne, angenommen, es würde hier zu einem Ausbruch kommen, dann würden wir jetzt erstmal ganz normal hier noch einen Marker hinlegen, hier einen Marker hinlegen,
hier einen Marker hinlegen und hier einen Marker hinlegen. Und dann würde man ausgehend von diesem Zentrum gucken, alle Städte, die zwei Regionen weit entfernt sind, wo noch kein Marker, egal welcher Farbe drin ist, würde noch ein Marker hinkommen. Das heißt, hier würde noch einer hinkommen, hier würde einer hinkommen, ne? Hier würde dann auch tatsächlich noch einer hinkommen, hier würde auch einer hinkommen, ne? Hier ist schon ein Marker drin, hier ist auch schon ein Marker drin. Aber hier oben würde dann auch noch ein Marker hinkommen und hier würde man auch gucken, dann würde sogar da noch ein Marker hinkommen. Und ja, das ist natürlich super hart und sorgt dafür, dass man Blau auf jeden Fall im Blick behalten muss. Und bei Gelb ist es einfach so, wenn man in einer Hafenstadt einen Marker platzieren muss, dann muss man auch noch einen Marker in den benachbarten Hafenstädten platzieren. Und die sorgen natürlich dafür, dass der Schwierigkeitsgrad krass ansteigt. Deswegen wird auch empfohlen, nehmt vielleicht nicht alle gleich am Anfang mit rein, sondern sucht euch erstmal nur eins aus, spielt dann damit das ganz normale Spiel. Wenn ihr dann sagt, okay, das kriegen wir hin, das ist viel zu einfach. Ne, man kann den Schwierigkeitsgrad ja auch über diese Epidemiekarten anpassen. Es gibt insgesamt 6 Stück. Auf einfach wird halt empfohlen, dass man 4 Stück davon nur reinnimmt und auch dann ist es schon nicht so super easy. Der mittlere Schwierigkeitsgrad sind dann 5 und ganz hart sind dann eben 6. Und wenn man jetzt natürlich 6 Epidemien drin hat und noch 4 von diesen Krankheiten, dann ist das Spiel wirklich super hart. Da sollte man sich auch steigern. Vielleicht erst nur eine nehmen, dann noch eine zweite reinnehmen, zumal die auch immer noch einen ganz anderen Charakter haben. Aber das finde ich halt schön, dass die Krankheiten jetzt zum einen offizielle, richtige, historische Namen haben und sie eben noch eine Spezialfähigkeit haben, wo sie das Spiel eben auch nochmal schwieriger und damit aber auch gleichzeitig interessanter machen. Denn es gibt ja nichts Langweiligeres als ein kooperatives Spiel, das wir immer in jeder Partie gewinnen. Das wird hier wahrscheinlich eher nicht passieren. Und wenn, ist es in der Regel sehr knapp, dass man so mit den letzten Karten dann sich ausrechnen kann, okay, das können wir noch gewinnen, es muss alles gut laufen, ja, oder es geht eben schief. Und das war dann einmal der Überblick über Iberia, ein Brettspiel mit dem Pandemic-System. Wie gesagt, ich mag das eigentlich von allen Varianten am meisten. Ist natürlich jetzt nichts für Einsteiger, ne? Zum Beispiel Pandemie, Schreckensherrschaft des Cthulhu oder das ganz normale Pandemie oder auch diese Hot Zone North America oder Hot Zone Europe Version sind für Einsteiger da deutlich besser geeignet, ne? Das ist hier schon schwer, da wird man die ersten Partien selbst auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad am Anfang tendenziell eher verlieren. Seid ihr aber schon Spieler erfahren und sucht irgendwie eine Herausforderung oder wollt einfach nur ein super hübsches Pandemie haben, dann solltet ihr euch diese Version mal angucken. Die ist jetzt halt wieder da. Ich hoffe, dass die auch längerfristig verfügbar sein wird und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch eure Erfahrungen mit Pandemie Iberia in die Kommentare schreiben würdet. Ihr vielleicht einfach mal schreibt, gerade wenn ihr Pandemie-Veteran seid, welches eure Lieblingspandemie-Version ist und warum. Ne, vielleicht einfach nur vom Thema her oder auch von den Mechaniken her. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.